Sichel Schmidt, bitte um deinen Beitrag. Το βενζά σε τα εμπαχταλέ, μαγκάβτε και ράβτε με και μπούτσα στη πέκα εσύ ενσάρε να κατέ ανο Λουμιάκο Ρωμάνο Κογκρέσι. Es bereitet mir eine außergewöhnliche Ehre, unsere Arbeit in unsere Arbeitsgruppen hier vorzustellen. Und wir haben eine große Hoffnung mit diesen Beschlüssen, dass wir tatsächlich sichtbar sein werden mit unseren Problemen. Dass die Mehrheitsgesellschaft erstmal versteht, dass die Roma nicht die Probleme sind, sondern dass die Roma Probleme haben, die gelöst werden sollen. Dankeschön. Resolution der Roma-Kongress, Erklärung für den Roma-Kongress. Wir, die Teilnehmer des Roma-Kongresses, versammeln wir uns hier, um den dringenden Herausforderungen zu begegnen, denen Roma-Gemeinschaften weltweit gegenüberstehen. Wir erkennen die anhaltenden Kämpfe und den besorgniserregenden Anstieg der Diskriminierung, Rassismus und Antiromaismus, der Minderheiten anschließend der Roma betrifft. Wir erkennen die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns und Solidarität an, um diese Herausforderungen zu begegnen, um eine bessere Zukunft für das Roma-Volk aufzubauen. Hiermit erklären wir folgende Bedürfnisse und Förderungen. Im Bereich der Integration und Inklusion. Wir treten für eine Etablierung von Teams zur Schulung der Mitarbeiter öffentlicher Institutionen und internationaler Organisationen für die Integration der Roma an. Wir setzen uns für die vollständige Integration der Roma in allen Bereichen sozialer, gesundheitlicher, wirtschaftlicher und politischer Teilhabe ein. Wir stellen soziale Unterstützung bereit und kämpfen gegen den Antiromaismus. Wir bilden Teams zur Überwachung und Umsetzung positiver rechtlicher Maßnahmen im Bereich der Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung. Wir gründen ein Roma-Mediennetzwerk, das Medien aus Europa zusammenbringt und die Zusammenarbeit mit Roma-Medien zur Stärkung der Roma-Gemeinschaft fördert. Wir schaffen, dass Sensibilisierung und Bewusstsein der Mehrheitsbevölkerung für ausgewogene Berichterstattung über Roma, Bekämpfung der Stereotypen über Roma und fördern das kulturelle Verständnis. Wir unterstützen die Professionalisierung der Roma-Medien, fördern Vielfalt in der Berichterstattung und ermutigen Medienorganisationen, über Herausforderungen der Roma zu berichten und Verständnis zu fördern. Unser Ziel ist eine faire Repräsentation der Roma und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Medien. Im Bereich politischer Veränderungen. Wir fördern die Einbindung der Roma in der politische Teilhabe in der Vereinten Nationen und europäischen Ländern. Wir fördern die politische Partizipation der Roma als aktive Mitglieder der politischen Szene. Wir unterstützen Maßnahmen zur Integration in Bildung, Beschäftigung und Wohnen. Roma-Bildung ist eine der wichtigsten Voraussetzungen und Chancen für eine erfolgreiche Integration und Schaffung gleichberechtigter Bürger in unserer Gesellschaft. Wir fördern die politische Vertretung in den Institutionen, sicherstellen, dass Roma angemessen in politische Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Wir fördern Roma-Führungspersönlichkeiten, die Repräsentation in Parlamenten und Regierungen sowie Mechanismus für Roma-Angelegenheiten schaffen. Wir streben die Gründung einer europäischen politischen Partei ein. Im Bereich der Förderung und Solidarität, Sicherung der Zugang zu rechtlichen Beratungen. Wir ermutigen die Mitgliedstaaten, die rechtliche Beratung spezialisiert auf den Schutz und die Vertretung der Rechte der Roma unterstützen und sich gegen Antiromaismus einzusetzen. Wir ergreifen Maßnahmen, um das Bewusstsein für Solidarität unter Roma zu erhöhen und Vorurteile abzubauen. Wir ergreifen geeignete Maßnahmen, um den Völkermord an den Roma anzuerkennen und Versöhnung zu fördern.
Wir vertiefen die Solidarität und stärken die Beziehung zu Indien. Wir stehen vereint in unserem Engagement für den Schutz der Rechte, die Förderung der Wohlgehens und die Gewährleistung der Gleichberechtigung von Roma-Individuen weltweit. Durch entschlossenen Handel, Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung und Einsatz für die politischen Veränderungen können wir eine Zukunft schaffen in den Roma-Gemeinschaften als wertvolle Mitglieder unserer vielfältigen globalen Gesellschaft respektiert, integriert und gefeiert werden. Wir verpflichten uns, die Umsetzung dieser Resolution voranzutreiben, indem wir unsere Kräfte bündeln, uns gegenseitig unterstützen und uns für die Bedürfnisse und Förderung der Roma-Gemeinschaft einsetzen. Wir fördern Regierungen, internationale Organisationen, Nichtregierungsorganisationen und die Zivilgesellschaft auf, sich unsere Bemühungen anzuschließen und gemeinsam eine gerechte Teilhabe und inklusive Welt für Roma zu schaffen. Diese Resolution wird veröffentlicht und an relevante Institutionen, Organisationen und Regierungen weitergeleitet, um das Bewusstsein zu schaffen und konkrete Maßnahmen zur Unterstützung der Roma-Gemeinschaft einzuleiten. Vielen herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Danke, Johnny Sickelschmidt from Kosovo living in Germany. Danke dir.